Wir haben eine schöne Geschichte, auf die wir stolz sein können. Die Masurka von Dombrowski erinnert uns stets daran und drückt das aus, was für uns Polen am wichtigsten ist. Mut, Opferbereitschaft, unsterbliche Hoffnung. Die Erinnerung an unsere Helden. Und vor allem Freiheit. 4. So, der war doch mal an der Probe. So. Ja, das mache ich doch jetzt. Wenn du mich unterbrichst, geht's nicht vorwärts hier. So, Achtung, ich zähle jetzt. 1, 2, 3, 4 und dann bei 1 geht's los. 1, 2, 3, 4. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. So, Damen und Herren, es ist eine dunkle Weltuntergangssituation und ich beginne mal mit der Weltpremiere einer Nationalhymne. Wer sie errät, bekommt ein Geschenk. So, versuchen wir insgesamt angesichts des Weltuntergangs nochmal eine dritte Hymne eines Staates, der ja schon lange untergegangen ist. Also jetzt hier nochmal die Nationalhymne einer europäischen Atommacht. Da gibt es nicht so viele. Also wenn ich schon schlecht spiele, dann solltet ihr wenigstens wissen, wer eine europäische Atommacht und wer da überhaupt in Frage kommt. Also Nationalhymne von diesem wunderbaren Staat. Ist ein schönes demokratisches Land. Kann man doch leicht erraten, oder? Und liebe Freunde, eigentlich wollte ich noch die Hymne spielen eines uns sehr benachbarten Bruderstaates, der jetzt neben der Ukraine für unsere westlichen Werte kämpft. Das ist ein Bruderstaat, der heißt Polen. Und ich traue mich wirklich nicht, weil ihr wisst ja, meine musikalischen Fähigkeiten sind etwas beschränkt. Nicht beschränkter als die der meisten Menschen auf dieser Welt, aber doch so beschränkt, dass ich sage, die Ukraine ist schon gut, aber Polen steckt gleich dahinter. Und wenn der böse Russe kommt, dann sind die Polen dran. Und deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Kinder singen. Das kann man nicht mit falscher Mundharmonika-Musik begleiten. Ja, das sage ich einfach, die sind richtig nationalistisch, national drauf für die EU und für Deutschland, damit wir nicht das nächste Opfer Putins werden. Hört euch das an und sagt mehr Kampfmittel nach Polen, damit, weil Ukraine ist ja langsam schon verloren, damit auch die gegen den Russen kämpfen können, wie wir Deutsche es ja seit Generationen tun. Wir haben eine schöne Geschichte, auf die wir stolz sein können. Die Masurka von Dombrowski erinnert uns stets daran und drückt das aus, was für uns Polen am wichtigsten ist. Mut, Opferbereitschaft, unsterbliche Hoffnung. Die Erinnerung an unsere Helden. Und vor allem Freiheit. Yes, sir.
Ich habe jetzt mal versucht, verschiedene Nationalhymnen zusammenzustellen. Also wenn sich jetzt jemand wundert, es müsste doch Nationalhymnen heißen, da sage ich, nein, ein Hymen ist ein Jungfernhäutchen. Ja, das ist das. Also stellen wir uns mal so ein Jungfernhäutchen der Nation vor. Also da ist so eine Bevölkerungsgruppe, die wohnt zum Beispiel in so einem Land wie, früher hieß das, haben die auch wirklich mal so genannt, Palästina zum Beispiel. Und das haben mal die Engländer beherrscht und mal die Türken und da waren mal verschiedene Leute drin, Araber und sonst was. Und dann wurde ein Staat gegründet, dann würde das Hymen durchstoßen des jungfräulichen, ja, wir sind ja gar kein richtiger Staat. Da kommen mal die einen, mal die anderen. Und dann wurde Israel gegründet, zum Beispiel. Oder das Hymen von Deutschland, ja, das Jungfernhäutchen der zarten Bevölkerungsgruppen von Sachsen, Franken, Preußen, tralala, alle durcheinander. Irgendwann mussten die wissen, dass die alle deutsch sind. Da wurde das Hymen, das Jungfernhäutchen der kleinen Nationen oder Bevölkerungsgruppen durchstoßen. Oder sagt, so, jetzt bist du schwanger mit, du bist jetzt Deutschland, gebär uns ein deutsches Kind. Und so entstanden dann auch die Nationalhymnen zur Verehrung der jeweiligen Staatsgewalten. Vier. Ja, das mache ich doch jetzt. Wenn du mich unterbrichst, geht's nicht vorwärts hier. So, Achtung, ich zähle jetzt. 1, 2, 3, 4 und dann bei 1 geht's los. 1, 2, 3, 4. Einigkeit und Recht. Und